Ich fahre mal mit einem Finger, ja? Ja. Hi, liebe Leute. Ein weiteres Fahrtechnik-Video. Heute wieder auf einem Einsteiger-Hardtail. Um euch zu zeigen, es liegt nicht am Material. Und es geht aber um einen Materialtipp und einen Fahrtechnik-Tipp im einen. Es ist auch kein Geheimtipp, keine Sorge. Ihr werdet es häufig hören, aber als Fahrtechnik-Trainer weiß ich doch, dass viele Leute es berücksichtigen sollen. Und ganz einfach, es ist der Pistolenfinger. Tipp, 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 tipp. Das Einfingerbremsen. Also ich habe viele Fahrtechnik-Kurse seit 2008, also seit über 12 Jahren gebe ich Kurse. Und ich sehe oft Leute, selbst im fortgeschrittenen Bereich, selbst Leute mit sehr gutem Material, selbst Leute mit kurzen Bremshebeln, die eigentlich schon für Einfingerbremsen optimiert sind, die trotzdem mit zwei Fingern bremsen. Aus Gewohnheit, also ganz wichtig schon mal für euch zu wissen, es ist nicht euer Fehler und eure Schuld, das ist einfach eine Gewohnheit, weil früher ist man Räder gefahren, da brauchte man mehr Finger, mehr Kraft. Ja, jetzt haben wir das Thema nicht mehr. Ich möchte euch das mal hier zeigen. Und zwar, jetzt habe ich wie gesagt ein gebrauchtes Einsteiger-Hardtail mit einer älteren Bremse, die trotzdem schon ganz gut packt. Ja, und ich wollte jetzt nochmal erklären, wo denn hier der Vorteil liegt. Und zwar ist es so, wenn man mit zwei Fingern bremst, aus Gewohnheit, dann hat man zwei Finger an der Bremse, zwei Finger am Griff, ja, und den Daumen. So, das heißt, so wenn man durch die Gegend fährt, würde es okay sein. Aber je mehr du halt steile Sachen fährst, technische Sachen fährst, kleine Hops machst über Wurzeln, und so merkst du halt, wenn du diesen Mittelfinger auch wegkriegst vom Bremshebel, weil du brauchst ja gar nicht so viel Kraft. Das mit dem Kraftding ist von früher bei den mechanischen Bremsen oder Felgenbremsen. Jetzt reicht die Kraft von dem einen bei einer modernen Bremse. Ja, und dann hast du viel mehr Kontrolle, weil du die anderen Finger am Griff hast. Müsst ihr jetzt mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nur ein, zwei kleine Tipps dazu geben und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Man kann ja immer was dazulernen. Es kommt ja bei den modernen Scheibenbremsen darauf an, dass man dosiert bremst. Und nicht, dass man auf zu und mit viel Kraft. Das heißt, für die Unterarmmuskulatur ist der Einfinger auch effizienter und ökonomischer. Weil je mehr Finger man fürs Bremsen braucht, desto mehr Kraft, Einsatz, Sehneneinsatz hat man hier in den Arm. Also da ist der Einfinger auch sehr, sehr hilfreich. Und ja, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe natürlich ab und zu mal Leute, die sind dann einfach losgefahren. Das könnte jetzt hier bei diesem Rad auch passieren. Wie gesagt, Einsteiger, Hardtail, um einfach mal in den Sport reinzukommen, was man sehr günstig kriegt, gebraucht. Da ist die Bremse dann irgendwie eingestellt, man fährt los. Und ich habe dann Leute gar nicht mal so selten gesehen, die bremsen, um die optimale Hebelwirkung zu haben mit dem Mittelfinger. Das haben die sich aber dann auch schon angewöhnt. Ja, das heißt, der Zeigefinger hängt dann irgendwo in der Luft, weil der heißt ja nicht umsonst Pistolenfinger. Der Zeigefinger, der kann sich schön einzeln bewegen. Der Daumen auch. Aber die anderen Finger, die wollen eigentlich immer alles zusammen machen. Das heißt, wenn man jetzt den Mittelfinger nimmt zum Bremsen, ist das sehr unnütz, weil der Vorderfinger kann nicht den Griff richtig packen, kann gar nichts richtig machen. Wenn ihr in eurer Bikegruppe jemanden habt mit diesen Gewohnheiten, dann schaut ihm mal auf den Finger. Wenn ihr selber dann merkt, oh, manchmal bremse ich noch mit zwei Fingern oder mit dem Mittelfinger, dann ändert das bitte auf einen Finger. Und natürlich, was ich jetzt hier, ist nicht mein Fahrrad, sondern nur ein geliehenes, auf jeden Fall empfehlen würde, man muss das natürlich anpassen an die Handgröße, ich habe eher kleine Hände, dass man hingeht und sagt, man kann den ganzen Griff noch nach innen drehen, innen schrauben, also nach innen schieben. Hier bin ich sehr begrenzt, weil der Bremsgriff direkt am Haltegriff ist. Ich müsste es mehr nach innen schieben, um eine bessere Hebelwirkung zu haben, weil ich hier ja auch das Hörnchen habe, was mich ein bisschen eingrenzt. Genau, da könnt ihr mal gucken, ob das an eurem Rad passt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Tipp, Pistolenfinger. Bitte prüft das mal, ob ihr das macht oder nicht. Und selbst wenn ihr schon länger dabei seid und ihr sagt, ich mag zwei Finger lieber. Natürlich, wenn ihr das umlernen wollt, kommt ihr erstmal in so eine leichte Irritationsphase, weil es sich schon so gut anfühlt mit zwei Fingern, ihr es so gewohnt seid. Ist erstmal komisch und seltsam mit einem Finger. Vielleicht fühlt es sich nicht ganz so sicher an. Aber bitte macht das, gebt der Sache eine Chance. Und ihr könnt natürlich mit Bremsmodellen experimentieren, mit Bremsbelägen. Aber ihr werdet merken, eigentlich alle guten Scheibenbremsen sind für Einfingerbremsen optimiert. Und dann könnt ihr euer Cockpit noch so einstellen, dass es passt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ja?